dieser Schule von dem Schüler aus individualisiert die gesamte Schulorganisation zu planen, die Schule zeitlich zu flexibilisieren. Dazu gab es auch aus den Nennensetzungsprozessen schon mit dem Kultusministerium, dass das ermöglicht werden kann. Das heißt, auch von den Schulferien wird abgewichen. Und jetzt komme ich zu den möglichen Standortfaktor für Dresden. Damit könnte man sich ein Vorreiter von Bildungsinnovationen sein, weil man nämlich wirkliche Digitalisierung in Schule vollzieht und nicht nur digitale Lehrbücher zur Verfügung stellt, sondern praktisch Digitalisierung als Teil des Lern- und Lernprozesses etabliert. Und man könnte natürlich damit auch ein Standortfaktor sein für bestimmte Personen, die gern ihre Kinder in diese Schule bringen, weil sie eine andere zeitliche Flexibilität haben als das, was Schule momentan an zeitlicher Flexibilität ermöglicht. Ich hoffe, ich habe die 5 Minuten nicht. Dann danke ich Ihnen damit. Ganz herzlichen Dank. Wir treten dann in die Fraktionsrunde ein. Oder möchten Sie noch ergänzend zur Einbringung? Gut. Sehr geehrter Astor-Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Frau Professor Langner, vielen Dank. Sie hat uns einen kleinen Einblick, eigentlich nur einen angedeuteten Einblick in 5 Minuten geben können, was diese Schule, dieser Schulversuch ausmachen soll. Wir haben in unserem Antrag interfraktionell die Linken, Grünen und SPD 2 Punkte. Als erstes Mal wollen wir uns dazu bekennen, dass wir eine solche Schule haben wollen hier in der Stadt. Wir wollen eine Bereitschaft dazu erklären und wenn das Land das Konzept genehmigt hat, dann die städtische Trägerschaft übernehmen. Der zweite Punkt ist, dass wir unterstützen bei der Standortsuche, beispielsweise in Prohlis, wenn nicht möglich auch woanders, und bei der Vorgründung ebenfalls Unterstützung leisten. Das sind die 2 relativ einfachen Punkte. Wird es nicht vom Kultusministerium genehmigt, findet es auch nicht statt. Wir gehen da kein Risiko ein, weil es ja erst nach der Genehmigung wäre. Wir haben sehr viel diskutiert und lange diskutiert. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ich möchte auf 2 Argumente eingehen, die in dieser Diskussion immer wieder eine Rolle spielten. Sehr oft wurde gesagt, kann das die TU nicht einfach selber machen, können die nicht einfach eine Schule in freier Trägerschaft mit einem Verein irgendwie machen? Ja, einen Verein können sie gründen, das haben sie bereits getan, der speziell sich mit diesem Schulversuch beschäftigt, aber eine Schule in freier Trägerschaft hat eine ganz andere Wirksamkeit, nämlich eine geringe. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. An einer Schule in freier Trägerschaft muss ich Geld bezahlen. Damit scheiden bestimmte Kinder, bestimmte Familien natürlich aus. An einer Schule in freier Trägerschaft muss ich mich bewerben extra. Auch da finden manche Schüler nicht den Weg dahin, weil ihre Eltern schon die Hürden dieser Bewerbung nicht nehmen können. Ein Schulversuch ist aber nur dann wirksam, wenn er eine gewisse Realität abbildet, die vor Ort herrscht. Und das heißt, jedes Kind muss in diese Schule gehen können, ohne dass Hürden aufgebaut sind. Und deswegen sollte es nicht in freier Trägerschaft sein. Es gibt weitere Diskussionen. Der Kreiselternrat in Person von Frau Grundmann und der Stadtschülerrat in Person von Sven Liebert haben große Bedenken geäußert gegen die Schule, weil die Länge des Schultages, die Arbeitsverträge, alles Dinge, die in irgendeiner Art und Weise meiner Ansicht nach geklärt werden können. Vor 2 Wochen fand, ich glaube hier in den Räumen, der Stadtschülerrat oder nebenan, jeweils fand der Stadtschülerrat statt. Der Stadtschülerrat wurde sich mit der Thematik auseinandergesetzt, die Schule der Zukunft. Und da wurde in verschiedenen Arbeitsgruppen gearbeitet, die Schüler verschiedenster Schulen zusammen und es wurde zusammengetragen, was sie von Schule erwarten, was sie sich von Schule wünschen und was sie von Schule fordern. Auch Schüler meiner Schule nahmen daran teil und schrieben mit. Und sie fragten mich danach, all das, was die da gesagt haben, haben wir an unserer Schule?
Warum werden wir nicht wertgeschätzt? Warum haben wir kein Stimmrecht? Warum hört man uns nicht zu? Da kann ich nur sagen, weil ihr Schüler einer Schule in freier Trägerschaft seid. Sonst würde es ja passieren. Sonst hätte das, was wir an Konzepten machen, auch Einfluss an den Regelschulen. Aber wir haben keine wissenschaftliche Begleitung. Wir haben nicht die Möglichkeiten, das in die Regelschulen zu überführen. Diese Chance sehe ich jetzt mit dieser Unischule. Ich bin froh, dass diese Initiative existiert. Und einen Versuch zu wagen, ist doch immer richtig. Ein Schaden wird auf keinen Fall angerichtet. Erfahrungen werden gesammelt, es werden Dinge evaluiert, wissenschaftlich evaluiert, nicht nach dem Gefühl heraus, wie es sein könnte. Deswegen, finde ich, könnten Sie sich auch auf dieser Seite dazu überwinden, diesen Schulversuch als Chance für unsere Stadt zu sehen und dem zuzustimmen. Wir können doch auch nicht nur sagen, die TU ist Exzellenz-Uni. Wir müssen auch eine Exzellenzstadt sein, dann müssen wir auch bestimmte Innovationen zulassen. Und eine Schule der Zukunft wäre dazu ebenfalls notwendig. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Sie tun der Stadt Dresden was Wunderbares damit. Vielen Dank. Ein organisatorischer Hinweis, nicht diesen Tagesordnungspunkt betreffend. In der Kantine wurde ein größerer Schlüsselbund gefunden. Wenn Sie also bitte prüfen, ob Sie noch im Besitz der Schlüsselgewalt sind und wenn nicht, sich Gedanken machen, wie Sie dem abhelfen. Wir treten dann in die Fraktionsrunde ein. FDP, Freie Bürger. Herr Fischer. Meine Damen und Herren, ich hatte sehr, sehr neugierig darauf gewartet, was Professor Langner sagen wird. Das hat mich aber nicht überzeugt. Wir wollen hier einen Schritt gehen, den sind wir noch nie gegangen. Wir wollen also mit dem Objekt anfangen und später erst den Inhalt hineingeben. Das halte ich für gefährlich für unsere Stadt, denn wir haben keine Erfahrung mit freier Trägerschaft. Wenn hier steht in der Begründung, dass also sie zu größtmöglicher Transparenz verpflichtet ist, okay. Aber wenn dann formuliert wird, sie muss in dreierlei Hinsicht autonom sein, pädagogische Autonomie, und dann wird erklärt, was darunter verstanden wird, Verwaltungs- und Finanzautonomie und am Schluss noch der dritte Punkt, die wissenschaftliche Autonomie. Also was wird wie erforscht? Das ist alles sehr gut, das würde ich begrüßen, aber das würde ich dann als Schule der Uni gerne sehen und dann muss der Träger auch die Universität sein oder das Land. Für unsere Stadt ist das einfach zu groß. Dankeschön. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Gilke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Abel, Sie haben es schon richtig gesagt, wenn das Konzept genehmigt wurde. Ich weiß nicht, warum wir unbedingt den dritten oder vierten Schritt vom ersten machen müssen. Das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Interessant sind natürlich dann die Begründungsfakten, die im Ursprungsantrag stehen, wie zum Beispiel, dass es im Schulnetzplan aufgenommen werden soll. Sollte man sich schon klar machen, was das dann eigentlich auch bedeuten kann. Dann ist die nächste Frage, warum unbedingt Prolis? Sicherlich hat Prolis einige Möglichkeiten standorttechnisch gesehen, aber das gibt es auch an anderen Stellen in Dresden. Warum Prolis? Und warum wurde der Ortsbeirat Prolis nicht mal mit dazugenommen? Hatten man da eventuell Angst, dass die hätten gesagt, nein, das wollen wir nicht? Das wäre jetzt so eine Frage, die man sich stellen muss. Sie haben hier relativ eine gute Idee. Man sagt, man will mal etwas anfassen, was seit 100, 150 Jahren nicht angefasst wurde. Aber warum auf diesem Größe, auf diesem Niveau? Das ist, wir haben hier eine Versuchsschule und das kommt so ein bisschen vor wie ein Labor. Und wollen wir jetzt Kinder als Laborratten verwenden oder was? Ich weiß nicht, was Sie da vorhaben. Ja. Wenn das so wahnsinnig toll ist, wenn Sie sich dieses Konzept durchgeschaut haben, wenn Sie Ihren Antrag mal richtig gelesen haben, wüssten Sie, was Sie da eigentlich für ein Bullshit produziert haben. Und wir lehnen diesen Quatsch ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für die CDU-Fraktion, Frau Arnert.
Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte und liebe Bürger. Ich gebe es vorweg, wir werden uns heute enthalten zu diesem Antrag. Warum werden wir uns enthalten? Zum einen, weil anders als hier dargestellt, Schule und Bildung sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert hat. Wir haben heute nicht mehr den Frontalunterricht, auch in den normalen Schulen. Wir haben alternative, gehen Sie mal in die Schulen hinein, wir haben unterschiedlichste Lernmethoden, wir haben selbstverständlich Gruppenarbeit in den Schulen, wir haben sehr viel Neues. Unsere Schulen sehen heute ganz anders aus, als wir sie noch vor vielleicht 15 Jahren gebaut hätten. Warum ist das so? Weil berechtigterweise wir wissenschaftliche Erkenntnisse durchaus in Schule und Bildung überführt haben. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Insofern ist es richtig, dass Entwicklungen und Erkenntnisse, die man aus Kognitionspsychologie hat, wie wird Wissen heutzutage oder wie wird Wissen angeeignet, dass diese Sachen auch umgesetzt werden. Und dem wollen wir nicht entgegenstehen. Allerdings bleiben eine Menge Sachen offen. Was bleibt offen? Nämlich die Frage des Konzeptes. Auch heute ist hier sehr wenig erklärt worden, aber wir sind im Stadtrat. Es ist zu Recht Aufgabe des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, dieses Konzept genau zu prüfen, dieses pädagogische Konzept, und da gehört es hin. Ideologische Grunddebatten gehören meines Erachtens hier nicht in den Stadtrat. Wofür sind wir aber zuständig? Wir sind zuständig für Schulgebäude, wir sind zuständig dafür, dass jedes Kind überall einen Platz hat und dass wir mit dem Geld verantwortungsvoll umgehen. Der Plan, so wie er jetzt und Ihr Antrag, wie er jetzt vorliegt, ist erneut ein Vorgriff auf den Schulnetzplan. Und deshalb können wir dem Ganzen auch nicht zustimmen. Wir werden uns hier enthalten. Danke. Vielen Dank. Dann Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich habe mir überlegt, ich werde Ihnen erklären, warum ich meine Fraktion davon überzeugt habe, diesem Antrag zuzustimmen. Ich habe daran gedacht, wie war das eigentlich bei meinen Großeltern, als die in die Schule gegangen sind? Die hatten eine Schule, die Gebäude sehen wir hier überall noch, lauter Klassenzimmer. In den Klassenzimmern findet der Unterricht statt und der Unterricht, das ist ein Frontalunterricht gewesen. Und dann frage ich meine Kinder, die jetzt in die Schule gehen. Ich habe 4 Kinder, ich habe alles Mögliche durch, die verschiedensten Schulen. Sie sagen, ja, wir arbeiten auch in kleinen Gruppen. Ich habe gefragt, seid ihr auch manchmal draußen in den Gängen, arbeitet ihr da zusammen in kleinen Gruppchen und überlegt euch, wie ihr alles macht? Ach nee, das macht man nicht. Und steht der Lehrer nie vorne und erzählt euch, worum es geht? Nee, normalerweise steht er schon vorne und erzählt uns, wie der Unterricht abzulaufen hat. Und da sehe ich, hat sich in all den Jahren zwischen der Zeit, wo meine Großeltern in die Schule gegangen sind und der Zeit, wo meine Kinder jetzt in die Schule gehen, es hat sich nicht allzu viel verändert. Und jetzt habe ich mir mal eine andere Seite angeguckt. Und zwar angeguckt habe ich mir eine Stellenanzeige, die 60 Jahre alt ist. Bei dieser Stellenanzeige stand, gesucht fleißiger, strebsamer Arbeiter. Punkt aus. Mehr wurde nicht geschrieben. Und dann habe ich mir ein paar Stellenanzeigen angeguckt, die heute im Internet zu finden sind. Da steht Teamfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit, lösungsorientiert, kommunikativ, selbstständig, kreativ und zielgerichtet und noch vieles mehr. Und ich denke mir, die Schule sehe ich da von damals und heute und da, was hat sich da geändert? Welche Anforderungen müssen unsere Kinder heute bestehen? Und dazu kommen ja noch ein paar andere kleine Klöpse oder große Klöpse, sowas wie das Internet und der Computer. Da hat sich unsere Lebenswelt aber wirklich drastisch verändert.
die Globalisierung. Meine Großeltern hatten Schuhe an, die waren vom Schuster nebenan. Ich habe Schuhe an, die sind wahrscheinlich weiter um die Welt gereist, als ich in meinem ganzen Leben reisen werde. Na, und dann vielleicht noch Pegida und all die Probleme, die da dran hängen, diese Leute, die Angst haben vor dem, was alles auf sie zukommt. Darauf müssen wir unsere Kinder vorbereiten. Die Kinder müssen irgendwie damit klarkommen, wenn sie die Schule verlassen. Und da ist eben der Bildung der beste Weg. Und da erhoffe ich mir von dieser Versuchsschule, dass sie den Kindern Wege aufzeigt, dass sie ihnen ermöglicht, wie sie schreibt, zunehmend selbstständig zu werden, eigene Ideen entwickeln. Auf diese Umwelt, die sich so schnell verändert, muss man immer neu reagieren. Keiner von uns weiß jetzt schon, wie es in 20 Jahren aussieht, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Und sie werden damit klarkommen müssen. Und um das zu lernen, finde ich so eine Schule, das ist zumindest ein kleiner Stein, den wir ins Rollen bringen können, um den Kindern zu helfen. Und ich finde es noch etwas wichtig. Ich finde es wichtig, dass es eine staatliche Schule ist und keine private Schule. Denn diese Schule muss dann genau das gleiche Regelsystem wie alle anderen staatlichen Schulen bestehen. Sie muss diesen Anforderungen gerecht werden. Und ich hoffe, dass in diese Schule auch die Kinder gehen, die dort direkt wohnen, nicht irgendwelche Elitekinder. Und dass dann in der Schule die Erfahrungen gesammelt werden, wie in jeder normalen Schule. Die Kinder kommen montags früh an, sagen null Bock, ich habe keine Lust, das meckert mich alles an und ich will hier nicht. Ich habe den ganzen Wochenende in Computerspielen gehängt und jetzt soll ich hier was lernen. Und mit all diesen normalen Problemen sollen die klarkommen. Und das hat diese Schule und dafür hat sie diese Freiräume, die Anja Apel erzählt hat. Diese Freiräume, sich auszuprobieren und dann zu gucken, wie finden wir Lösungsansätze für die Probleme. Und dann können diese Lösungsansätze auch weitergehen an andere Schulen, können da Impulse geben. Für die Kinder wird es absolut klasse sein. Die Kinder werden profitieren, weil sie in eine Schule gehen, in der sie sehr individuell betreut werden, die gute Betreuung mit eigenen Lernkonzepten ihre Individualität ausprobieren können und auf jeden Fall kommen sie mit einem großen Gewinn aus dieser Schule. Und den Lehrern, dazu kann ich auch noch was sagen. Ich war jahrelang Schulelternsprecherin und wer brachte den Film an über irgendwelche neuen Lehrmethoden, wie sie da an Schulen unterrichtet werden? Ja, das brachten die Lehrer. Die wollten nämlich gerne, die wollten gern mehr machen. Und das weiß ich von meinen Kindern auch. Die Lehrer sind motiviert, die wollen. Nur der Rahmen, in den die gepresst werden, der ist ganz schön eng. Und die können, glaube ich, wenig machen von dem, was sie wirklich gern möchten. Und für Dresden ist es auch cool, weil wir kriegen hier nämlich eine Prestigeschule, ein Prestigeobjekt für unsere Stadt, was Besonderes. Es gibt in ganz Deutschland nur wenige Versuchsschulen. Es ist was Besonderes, es wird wissenschaftlich begleitet. Das bedeutet, es wird Publikationen geben, es werden die Leute anreisen in die Laborschule nach Bielefeld. Auch eine Versuchsschule kommen viele, viele Besucher jedes Jahr. Und damit wird es auch bekannt und ist was Besonderes für die Stadt. Ich freue mich auf eine breite Zustimmung zum Antrag, der die Gründung der Versuchsschule unterstützen soll. Und das ist nämlich keine Vorwegnahme, sondern es ist unsere Bereitschaft, an die Universität zu sagen, wir unterstützen als Stadt das, wenn die Schul-Uni das schafft, das Projekt in die Wege zu leiten, werden wir den Platz und alles Weitere dafür bereitstellen und sie begleiten. Und ich finde, hier entsteht ein Gewinn für unsere Kinder durch neue Bildungsmöglichkeiten. Und ich habe wenig Verständnis dafür, wenn man dem nicht zustimmt. Vielen Dank. Nach der Fraktionsrunde von den Fraktionslosen, Herr Bauer. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte, es verwundert natürlich wenig, dass dieser Antrag wieder einmal von der linken Seite kommt. Schon beim ersten kurzen Überfliegen war klar, dass es sich hier um ein tiefrot eingefärbtes ideologisches Bildungsexperiment handelt, welches aus Sicht der NPD abzulehnen ist. Der inhaltliche Tiefgang bleibt außen vor. Das konnte man sowohl der Begründung schon entnehmen, als auch leider der Eingangsrede von der Professor Dr. Langner. Man hat also über wirklich tatsächliche Inhalte hier wenig mitbekommen. Die Zeitung Tag 24, was früher mal die Morgenpost gewesen ist, die hatte es kürzlich in einem Artikel sehr pointiert formuliert, als sie schrieb,
Unter der Überschrift Pädagogische Wundertüte bei Rot-Rot-Grün, die Kooperation will in Dresden eine Versuchsschule gründen. Die Bezeichnung Wundertüte, die passt ganz gut, aber doch ganz so lustig, wie es da zu sein scheint, ist es dann eben leider doch nicht. Schon, dass es die Frau Professor Dr. Angel Langner ist, die mit einer Arbeitsgruppe an der TU Dresden das Konzept der sogenannten Versuchsschule entwickelt hat, lässt die Alarmglocken angehen. Ich habe mich da erkundigt, das Fachgebiet von Frau Professor Langner ist die Inklusion und diese soll ja nun auch, wie man entnehmen konnte, in dieser Versuchsschule vorangetrieben werden. Dass diese von Experten sehr kritisch gesehen wird, das ist bekannt und dass diese selbst von vielen Behinderten abgelehnt wird, ist ebenfalls bekannt. Viele wünschen sich die Rückkehr zu den speziellen Förderschulen, an denen Behinderte noch optimal persönlich betreut und gefördert werden können. Ich glaube, jeder, der vielleicht auch Behinderte kennt in seinem persönlichen Umfeld und vielleicht mal mit denen noch das Gespräch sucht, da wird er eine gewisse Bestätigung darin sehen. Man kann weiterhin entnehmen, dass Frau Professor Langner Genderstudien betreibt zu Themen wie Identitätsarbeit und Geschlechterzuschreibungen für geistig Behinderte, bei geistig Behinderten. Und wenn man sich das mal näher anschaut, das ist zumindest, würde ich es mal als grenzwertig bezeichnen und ethisch fragwürdig, was da betrieben wird. Dass sie zudem noch Gründungsdirektorin des Zentrums für Integrationsstudien ist, dürfte klar machen, wohin die Reise geht und welche Intention hinter diesem schwammigen Begriff der Versuchsschule steht. Und es ist ja auch in der Eingangsrede von Frau Professor Langner angeklungen, dass sie dieses da über diese Versuchsschule vorhat und betreiben möchte. Es ist aus unserer Sicht zu befürchten, dass Schulkinder und Lehrer für linkspädagogische Experimente am Schulwesen missbraucht werden sollen. Neben der bereits genannten Inklusion kann davon ausgegangen werden, dass dabei auch die Frühsexualisierung von Kindern eine Rolle spielen wird, die genauso wie die Inklusion von jedem vernunftbegabten Menschen abzulehnen ist. Meine Damen und Herren, regelrecht perfide ist es aber, wenn Demokratie als Leitlinie für die Versuchsschule benannt wird und dann aber gleichzeitig einigermaßen unverfroren in der Begründung steht, ich zitiere, angesichts der Entwicklungen in Dresden an den Montagen muss Demokratie eine dieser Leitlinien sein. In einer demokratischen Schule müssen alle Kinder, alle Bürgerinnen lernen können, unabhängig von sozialer Schicht, politischer Gesinnung, Glaubensrichtung, Migrationshintergrund, Schulleistungsvermögen und so weiter. Zitat Ende. Der Verweis auf die montäglichen Demos in Dresden, noch dazu in Verbindung mit einer gegenderten Sprache, widerspricht doch dieser vorgeblichen Leitlinie kausal. Denn es geht offensichtlich ganz im Gegenteil darum, eben keinen demokratischen Meinungspluralismus zuzulassen. Und wer das nicht sieht, Entschuldigung, der ist blind. Schüler sollen in diesem Schulexperiment zu strammen linken Ideologen erzogen werden, zu engstirnigen Verfechtern von Multikulti, Genderirrsinn und Inklusion. Mit Demokratie im eigentlichen Sinne hat das alles nichts zu tun. Öffnen Sie die Augen, meine Damen und Herren Stadträte, lehnen Sie diesen bildungspolitischen Unfug ab. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrter Herr Bildungsbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Frau Langner, ich glaube, das, was Sie jetzt gerade eben hier hören mussten, bestätigt Sie hoffentlich darin, dass Sie alles richtig machen. Wir sprechen heute über einen Antrag, bei dem ich wirklich gehofft hatte, dass insbesondere auch die CDU-Fraktion von vornherein sich diesem anschließen würde. Das ist leider nicht zustande gekommen. Ich hoffe trotzdem, dass Sie sich heute hier in dieser Debatte und insbesondere nach dem letzten Beitrag noch umstimmen lassen und diesem Antrag zustimmen. Ja, wenn ich als Pädagogin das Wort Versuchsschule höre, dann weiß ich, was der Gesetzgeber damit meint. Und ja, da geht mir mein Herz auf. Und ja, ich finde es schön, dass im Kultusministerium im Rahmen der Schulgesetznovelle gerade darüber nachgedacht wird, aus dem Wort Versuchsschule Modellversuch zu machen. Aber ich weiß, wenn ich das Wort Versuchsschule, wie es eben gesetzlich nun mal geprägt ist, ausspreche, sehe ich in viele skeptische Gesichter. Das ist einfach nicht das, was die meisten von uns oder wahrscheinlich alle von uns hier im Raum kennen. Die meisten von uns, vielleicht alle, sind in eine klassische Regelschule gegangen. Wir sind früh morgens um 7 dahin gedackelt, dann stand 45 Minuten lang ein Lehrer oder eine Lehrerin vor uns, hat uns irgendwas über Mathematik erzählt, hat uns Aufgaben lösen lassen. Dann hatten wir 10 Minuten Pause, dann stand der nächste oder die nächste Lehrerin vor uns, hat uns was über Heimatkunde erzählt und so weiter und so weiter. Das ist aber nicht die Schule,
die unsere Kinder auf das Leben im 21. Jahrhundert in unserer modernen Gesellschaft vorbereitet. Das ist eine globalisierte Gesellschaft. Frau Kaspari hat darauf schon hingewiesen. Kein Kind kann in dieser Wissensgesellschaft das Wissen des 21. Jahrhunderts mit dem Trichter eingeprügelt bekommen. Das ist nicht mehr die Schule von heute. Kinder müssen lernen, sich Wissen anzueignen. Kinder müssen begeistert werden dafür, mit den vielen, vielen Quellen von Internet bis klassische Bibliotheken sich auseinanderzusetzen, das Wissen auch selektiv zu betrachten, auch kritisch zu hinterfragen. Sie müssen dafür befähigt werden. Und ja, natürlich müssen sie schreiben und lesen lernen. Auch jede Versuchsschule bringt das Kindern bei. Sie müssen aber eben auch mit modernen Medien umgehen können. Das wurde schon ausgeführt. Ja, sie müssen in einer globalisierten Welt mit fremden Kulturen umgehen können. Sie müssen interdisziplinär arbeiten können. Die Pädagogik predigt das schon seit Jahrzehnten und sie hat schon seit Jahrzehnten Konzepte, wie man das auch in der Regelschule umsetzen kann. Aber es kommt eben nicht in der Regelschule an. Dass viele Lehrerinnen und Lehrer das versuchen und gerne möchten, darauf hat Frau Kaspari hingewiesen. Aber dafür bilden wir tatsächlich unsere Lehrkräfte an den deutschen Universitäten auch noch nicht aus. Auch die Lehrerbildung an den deutschen Universitäten hängt da vielem hinterher. Eine Universitätsschule ist überhaupt gar nichts besonders Neues, irgendwie Geheimnisvolles, mit dem man überhaupt keine Erfahrung hat. Auf die Laborschule in Bielefeld, die gibt es schon seit 1974, wurde schon hingewiesen. Das ist eine Schule des Landes Nordrhein-Westfalen, also auch eine staatliche Versuchsschule, die mit der Universität Bielefeld betrieben wird. In Bayern führte der CSU-Kultusminister 2009 im Landtag den Begriff der Universitätsschule ein, als Hochschule und Schulwirklichkeit in produktiver Verbindung. Dort bezieht sich das in erster Linie auf den Bereich der beruflichen Bildung. Dort gibt es mittlerweile in Kooperation mit den Universitäten in Erlangen-Nürnberg, in Bamberg und Bayreuth und auch an der Exzellenzuniversität der LMU München Kooperationen mit Schulen. Die inklusive Universitätsschule in Köln, auch in Köln ist es eine Exzellenzuniversität, die in einer gemeinsamen Initiative mit der Stadt Köln eine Universitätsschule als innovative Praxisschule für inklusive Erziehung und Bildung eingerichtet hat, die nach dem Beschluss im Stadtrat und nach dem Baubeschluss 2014 im Rat der Stadt Köln 2015-16 an den Start gehen. Und Versuchsschulen in kommunaler Trägerschaft sind auch in Sachsen kein Teufelszeug. Die gibt es, die NASCH in Leipzig, den Chemnitzer Schulversuch in Chemnitz. Beides sind keine Universitätsschulen. Hier könnte tatsächlich Dresden in Sachsen eine Vorreiterrolle einnehmen. Und ja, auch die Exzellenzuniversität TU Dresden möchte sich in diesen modernen Reigen der Reform der Regelschule einreihen. Sie möchte eine moderne Schule für Dresden, eine moderne Lehrerbildung für das 21. Jahrhundert und exzellente pädagogische Forschungsbedingungen. Der Rektor unterstützt das momentan in der Konzeptionierungsphase mit Personal und Geld. Viele, viele Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule bringen sich hier im Moment in der Konzeptionierungsphase in viel ehrenamtlichen Engagement ein. Das Kultusministerium unterstützt die Entwicklung dieses Konzeptes. Da finden regelmäßig gemeinsame Treffen statt. Alle Fraktionen waren eingeladen von der Projektgruppe Universitätsschule, sich das Konzept anzuhören. Wir haben es getan, haben uns entschieden, diesen Antrag zu stellen. Frau Sprohwieser, wenn Sie bitte zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Ich bin fest überzeugt davon, dass die Landeshauptstadt Dresden sehr gut daran tut, diese Versuchsschule mitzutragen. Und deswegen bitte unterstützen Sie dieses Ansinnen durch breite Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Doch, kommen noch einige. Sie haben dann das Schlusswort. Dann habe ich Herrn Löser, Frau Arnert und Herrn Gilke. Bitte. Ja, liebe Kollegen, ich lasse den Nazi-Beitrag jetzt mal links liegen. Aber auch ansonsten muss ich Ihnen sagen, dass ich nicht glauben konnte, dass wir hier eine Debatte, sagen wir mal, in der Anmutung der 60er Jahre
führen. Und ich glaubte auch nicht, dass es möglich ist, dass die liberale Fraktion in diesem Stadtrat sich fragt, ob die Freiheit der Lehre, ob freie Schülerentscheidung, ob ein freies Konzept und ein freies Kollektiv der Pädagogen tatsächlich das ist, was im 21. Jahrhundert mit Schule zusammenhängen sollte. Und das fragt uns hier ein Lehrer einer freien Schule. Okay, gut. Den Konservativen würde ich gern so ein bisschen eine kleine Brücke bauen, denn ich darf Ihnen mal verraten, Dresden hat oder hatte bereits eine staatliche höhere Versuchsschule, und zwar im schönen Dresdner Stadtteil Johannstadt. Und das Ziel war Reformpädagogik. Es ging darum, Schüler unabhängig von ihrer Herkunft an die gymnasiale Bildung heranzuführen. Es ging darum, dass man Gesamt- und Projektunterricht abwechselt. Und es ging vor allen Dingen auch sehr viel um ästhetische Erziehung und auch um Erziehung zum Frieden und Völkerverständigung. Und wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass diese Schule 1922 gegründet wurde in Dresden, und zwar auf Beschluss dieses Stadtrates, also unserer Vorgänger, das sind 95 Jahre, ich habe das mal gerechnet, ich habe es gerade noch mal in den Akten nachgelesen, das kann man nämlich, dann ist man schon erstaunt, dass wir 95 Jahre später tatsächlich diese Frage hier diskutieren. Und ich darf Ihnen auch verraten, dass mein Urgroßonkel dort gelernt hat. Der ist jetzt 96, der wohnt in Bayern und der erzählt immer noch voller Begeisterung davon, dass das die erste Schule in Dresden war, wo Koedukation und jetzt, Achtung Nazi, Männer und Frauen zusammen unterrichtet wurden, Schüler auch. Dass es dort eine selbstverwaltete Schulverwaltung gab, dass das pädagogische Kollegium mit den Schülern zusammen entschieden hat und was ganz Wunderbares, und davon schwärmt er heute noch, dass jeden Mittwoch Wandertag war, da sind die Schüler rausgegangen in die nähere Dresdner Umgebung, haben dort Projektunterricht gemacht, haben sich Flüsse angeguckt, er kann heute noch die Umgebung von Dresden wunderbar beschreiben, sodass ich immer Mühe habe, da mitzuhalten. Ich sage nur, das war vor mittlerweile nun 70 Jahren. Und diese Schule wurde natürlich aufgelöst 1934, Achtung, Nazi, durch die Nazis in Dresden. Und jetzt komme ich nochmal zu einem vielleicht doch ernsteren Punkt. Und klar, hier vorne haben wir gerade diskutiert, geht das nun eigentlich, dass man das an die TU, ist das überhaupt das richtige Konzept, das sozusagen so anzubinden. Ich glaube, es geht hier um eine politische Entscheidung. Und ich will doch als Lehrer, der ich ja nun auch bin in Sachsen, schon noch ein ernstes Wort dazu sagen. Wir haben hier, ich habe es gerade referiert, vor bereits 80 Jahren darüber gesprochen, Frontalunterricht, sagen wir mal, so als gängiges Unterrichtsmittel. Und ich mache viel Frontalunterricht, das ist völlig in Ordnung. Aber wir wissen, dass an den sächsischen Schulen heute, und das sind die Analysen, 90% Frontalunterricht sind nach wie vor. Und ich sage Ihnen auch noch eine andere Zahl, die mit 10 beginnt. 10% haben wir an Schulen Burnout. Schüler, das sind Schüler von, Sie wissen das, 6 bis ungefähr 18 Jahren. Und wir haben zum Beispiel auch an unserer Schule 5% Fälle von Depressionen. Schüler im Alter von 12, 13, 14 Jahren. Und ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass Schule sich ändert. Und Sie von der CDU in der Landespolitik wissen das auch, denn Ihre Ministerin Frau Kurt versucht ja gerade dieser Überforderung, die da durchaus wahrgenommen wird, auch konzeptionell entgegenzutreten. Und insofern verstehe ich überhaupt nicht, dass wir hier tatsächlich die Frage stellen, ob Dresden so eine Versuchsschule hier haben sollte. Und ich sage Ihnen auch, es gab in Dresden, Dresden ist eben nicht nur, so wie es hier zum Ausdruck kommt, in den 20er, 30er Jahre schon eine sehr große Debatte um Reformschulbewegung. Da ging es um die Kunsterzieherbewegung und all diese Sachen haben ja auch zum Beispiel zu so wunderbaren Einrichtungen wie Hellerau geführt. Ich möchte das hier als eine politische Entscheidung verstanden haben und würde mich sehr freuen, wenn wir das alle zusammen unterstützen. Frau Annert. Gut, dann spielen wir eben eine Runde Landtag, befassen uns hier ideologisch eine Menge mit Bildungspolitik, wo sie überhaupt nicht hingehört. Wir haben ja nämlich eigentlich über Schulstandorte zu entscheiden und nicht zwingend darum, wie Schule aussehen soll. Zu Recht wird deshalb nämlich gerade im Landtag über neue Lehrpläne gesprochen. Da tut sich viel. Es geht um Digitalisierung in der Bildung. Zu Recht, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und genau da gehört es hin. Für uns ist es dann eine Frage, wie wir die Schulen entsprechend ausstatten. Ich möchte noch an eine andere Stelle erinnern. Wir diskutieren hier nicht Ihren ursprünglichen Antrag.
Beim Zuhören Ihrer Reden bin ich kurz am Überlegen, ob wir vielleicht noch mal unser Votum überdenken sollten. Denn Sie sprechen hier definitiv davon, dass wir eine kommunale Schule gründen werden. Ich möchte darauf hinweisen, wir werden die Beschlusskontrolle beschließen. In dieser Beschlusskontrolle steht definitiv drin, gegebenenfalls. Es ist also eine Möglichkeit. Das ist durchaus ein Türöffner, dass wir sagen, wir lehnen es nicht ab. Wir sind nicht die Verhinderer einer solchen Modellschule. Das ist alles Entscheidung dann im Kultusministerium, die über dieses entsprechende Konzept entscheiden werden. Worüber entscheiden wir? Wir entscheiden darüber, wie wir in dieser Stadt Geld ausgeben und ob wir tatsächlich irgendwo eine Schule abreißen, mit Modellbauweise neu bauen oder ob wir das Geld dann vielleicht in eine 12. Grundschule stecken, wo die Fenster eben katastrophal sind. Und das werden wir alles in dem entsprechenden Kontext dann beraten, wenn es um den Schulnetzplan geht, wenn wir wissen, wie sehen die Zahlen aus, die im Oktober hier vorgelegt, gekommen sind mit der neuen Statistik, brauchen wir vielleicht noch mehr Schulen an anderen Stellen und genau dann ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu entscheiden. Und genau deshalb werden wir uns trotzdem enthalten, weil es nämlich richtig ist, tatsächlich in vielen Bereichen mal neu zu denken. Danke. Vielen Dank, Herr Gilke und danach Herr Bauer. Sehr verehrte Damen und Herren, es wurden schon sehr viele richtige Sachen gesagt. Es wurden auch vor allem viele schöne Sachen gesagt. Wenn man sich so überlegt, wo man denn mal mit der Schule hin will, wo man die Leute, die Kinder fähig machen will, mit der heutigen Zeit umzugehen, ist schon eine richtige Sache. Nur reden wir wirklich in Dresden darüber? Wir haben dieses Hüpselzettelchen haben wir im Bildungsausschuss bekommen. Ein Blick da reingeworfen, stellt man fest, das sind Schlagworte. Schlagworte sind noch lange kein Konzept. Es reicht einfach nicht aus. Und weil es nicht ausreicht, warum diesen Schritt jetzt begehen? Lassen Sie das Konzept da sein, lassen Sie das vom Kultusministerium genehmigt sein, dann können wir damit auch anfangen. So einfach ist das. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bauer. Ja, Herr Löser, das kann ich selbstverständlich nicht unwidersprochen lassen, dass Sie mich ja dreimal Nazi genannt haben und dazu noch geduzt haben. Damit haben Sie gezeigt, warum Sie Angehöriger der Schnittlauchfraktion sind, weil Sie außen Grünen in den Hohl sind, Herr Löser. Das dazu. Sie haben in Ihrer Erwiderung, sind Sie mit keiner Silbe darauf eingegangen, was ich hier inhaltlich kritisiert habe. Es wurde weder von Ihnen angesprochen das Thema Inklusion, es wurde weder angesprochen das Thema Frühsexualisierung, es wurde weder angesprochen das Thema Gender Mainstream, es wurde nicht angesprochen das Thema Integration. Sie haben sich einfach nur abgearbeitet, inhaltlich sind Sie nicht eingegangen, genauso übrigens wie die anderen, wie die Eingangsrede von der Frau Professor Langner, wie alle anderen hier gesprochen haben. Also ich denke, uns steht hier einiges bevor. Es sollen hier Dinge verheimlicht werden, die ja ganz bewusst nicht angesprochen sind. Die Intention dieser Schule, die ist ganz klar. Und Herr Löser, ich zitiere noch mal kurz aus der Begründung. Angesichts der Entwicklung in Dresden an den Montagen muss Demokratie eine dieser Leitlinien sein. In einer demokratischen Schule müssen Kinder aller Bürgerinnen lernen können, unabhängig von sozialer Schicht und Achtung, politischer Gesinnung, Glaubensrichtung, Migrationshintergrund, Schulleistungsvermögen. Herr Löser, politischer Gesinnung. Und Sie haben gerade mit Ihren Ausfällen hier mir gegenüber gezeigt, dass es eben nicht unabhängig der politischen Gesinnung möglich ist, hier zu lernen, sondern dass Leute wie Sie genau Gegenteiliges tun. Sie behindern den Meinungspluralismus und das ist meiner Meinung nach zutiefst undemokratisch. Vielen Dank. Frau Frohwieser. Keine Sorge, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, ich will es nicht unendlich lang machen. Ja, Frau Onner, da sind wir uns vollkommen einig. Wir haben nach einer ausführlichen und langen Debatte und vielen, vielen Hinweisen, auch aus dem Schulverwaltungsamt, auch vom Schulbürgermeister, den Antrag nachgebessert. Ja, das haben wir getan. Wir haben geändert, natürlich, das ist klar, das Kultusministerium hat am Ende über das Konzept zu entscheiden und natürlich werden wir keine Schule in kommunale Trägerschaft übernehmen, die diese Genehmigung durch Kultusministerium nicht bekommt. Deswegen ist dieser Vorbehalt dort hinein formuliert, damit alle sozusagen beruhigt sein können, dass wir gar nichts anderes anstreben.
Was wir möchten, ist, dass die Stadt Dresden sich zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich bereit erklärt, eine solche Versuchsschule, wenn das Schulgesetz vorher noch novelliert werden sollte, einen solchen Modellversuch zu unterstützen, dass sie sich jetzt schon mal gemeinsam mit den Beteiligten auf die Suche nach einem Standort für diese Schule macht. Und ja, wir schlagen vor allen Dingen in Prohlis zu suchen, weil das im Konzept der Schule uns als sehr passend erscheint. Diese Schule möchte nämlich sehr bewusst Kinder aus allen sozialen Schichten aufnehmen. Und diese Schule wäre aus unserer Sicht, und ja, das ist die kommunale Entscheidung am Ende, in Prohlis gut aufgehoben. Warum wir das jetzt noch nicht im Ortsbeirat Prohlis vorstellen, ist, dass wir ja jetzt keine Festlegung darauf treffen, wo dieser Standort sein soll. Dann müsste man jetzt konsequenterweise fordern, dass man diesen Antrag, der erstmal nur eine grundsätzliche Bereitschaft erklären soll, durch alle Ortsbeiräte stellt. Natürlich wird, wenn alles so kommt, wie wir uns das erhoffen, und wenn die Stadt diese Schule in kommunaler Trägerschaft führen wird, wenn sie dafür ein Grundstück findet, der betreffende Ortsbeirat damit befasst werden, wie alle entsprechenden Gremien des Stadtrates, die mit so einer Entscheidung zu befassen sind. Deswegen noch einmal, wir sind uns da doch offensichtlich in dieser Fassung des Bildungsausschusses ganz einig. Unterstützen Sie doch bitte diesen Antrag. Vielen Dank. Wir kommen damit zum Schlusswort. Frau Apel. Um es vielleicht mal noch, der Versuch des Runterbrechens zu unternehmen. Wie sieht so eine Stunde aus? Offensichtlich kann man sich das tatsächlich nicht vorstellen. Eine Stunde bei mir sieht so aus, dass ich in der 10. Klasse 21 Schülerinnen und Schüler sitzen habe, von dem Förderschüler, geistig behindert, bis zum Gymnasiasten. Und ich unterrichte Mathematik, Physik, Gemeinschaftskunde, Theater und Ethik. Da habe ich eben einfach verschiedene Materialien für unterschiedliche Bedürfnisse und habe die Möglichkeit, Computer jede Stunde zu nutzen. Das gibt es an den Regelschulen nahezu nie. Sven Liebert hat erzählt, der Vorsitzende des Stadtschülerrates, dass am letzten Schuljahr, glaubt er, einmal im, nicht Computerunterricht, sondern in anderen Unterrichtsfächern den Computer genutzt hat. Das ist bei mir an der Schule eine absolute Selbstverständlichkeit. Wenn der Bedarf entsteht im Unterricht, das ist gar nicht immer unbedingt planbar, dann kann das gemacht werden. Es sind so viele Dinge, die anders sein können, die möglich sein können, und es findet nicht statt. Stattdessen wird hier erzählt, das gibt's schon alles. Wir haben die Zahlen von Herrn Löse gehört. Standard ist der Frontalunterricht. Und mit dem Frontalunterricht findet eben keine Förderung jedes Schülers statt. Kann gar nicht stattfinden. Ich brauche andere Bedingungen. Und die muss ich wirklich gründlich erforschen. Aber ich will hier, das stimmt, wir sind nicht im Landtag, aber Sie müssen endlich mal offen sein, zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie Schule abläuft. Ich weiß nicht, wie es jetzt geht, ich weiß nicht, wie es gehen wird. Aber ich lasse einen Versuch zu. Ich unterstütze diesen Versuch und unterstütze als Stadt, dass das hier begonnen werden kann. Das könnten Sie sagen. Und dazu müssten Sie sich auch mal überwinden. Wir treten damit ins Abstimmungsverfahren ein und ich rufe auf die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses und ich bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dieser Beschlussempfehlung Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Mit 34 Ja-Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 20 Enthaltungen so bestätigt.